Kevin Schmolter, sein Tätowierer, war ja verschollen. Ey, bei Kevin geht's immer drunter und drüber. Kevins Wolter, Tätowierer Garun, wurde einfach abgeschoben, Freunde. Kevin, falls du einen korrekten Tätowierer suchst und brauchst, ich habe hier einen, Lukas in Wuppertal, der macht dir dein Tattoo zu Ende. Nur kann sein, dass das dann irgendwie ein bisschen schief und krumm ist, weil er ist immer besoffen beim Stechen. Let's go, Freunde. Weiter geht's mit dem nächsten Video. Kevin Wolter. Garun ist im Gefängnis, also in Abschiebehaft. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin. Einfach immer irgendeine Scheiße los bei dem. Unglaublich. Kevin Wolter und heute mit dem Thema, was, glaube ich, die meisten von euch interessiert. Jedenfalls ist es die meiste Nachfrage. Was ist mit meinem Tattoo? Ich komme gerade vom Sport, trinke noch meinen Post-Workout-Shake. Und falls ihr Supplemente braucht, die euer Training tatkräftig unterstützen, made in Germany zu den besten Preisen, dann checkt mal Powerstage Germany ab. Und mit dem Gutscheincode Kevin bekommt ihr auf alle Produkte im Shop. Ich glaube nicht, dass er alles im Vorfeld bezahlt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Mindestens 10% Rabatt. Ich würde euch aber empfehlen, folgt mir auf Instagram, denn dort poste ich auch immer die Wochenangebote. Und da gibt es manchmal Angebote bis zu 90% Rabatt. Aber so im Durchschnitt auf die Wochenangebote immer so 30 bis 40% Rabatt. Mein Tattoo. Ich habe letzte Woche schon ein Video gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass ich auch selber nicht weiß, was Sache ist, weil der liebe Garung verschollen ist. Ist einfach lost. Jetzt weiß ich, was Sache ist. Und das werde ich euch jetzt erzählen. Garung und ich hatten vor 3 Wochen einen Termin, wo das Tattoo weiter hätte gehen sollen. Und ich habe ihm geschrieben, ich habe... Ja, wenigstens ist, ja, ich merke schon, das Video ist von Grund aus ein bisschen leise. Ich mache mal einen Ticken lauter. Ich habe ihm auch selber geschrieben, dass mit dem Bart hier, das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus jetzt. Rasier dir den Bart bitte nie wieder ab, Kevin. Du siehst wieder stabil aus. Ich habe noch nicht meine Handynummer. Ich schreibe mit Garung immer auf... Hoodie ist in XXL. Auf Instagram oder über einen guten Freund, der auch immer übersetzt, weil Garung spricht weder Deutsch und noch ganz schlecht Englisch. Weder Deutsch, noch Englisch, noch Chinesisch. Er kann keine Sprachen sprechen. Er hat nicht gelernt zu sprechen. Er kann nur zeichnen und stechen. Ich Garung geschrieben, habe mich gewundert, warum keine Antwort kommt. Haben wir letzte Woche ein Update-Video gemacht, dass ich selber nicht weiß, was Sache ist. Ja, der liebe Garung... Winston2777, danke dir fürs Abo, mein Lieber, seit 3 Monaten. Killer. Wurde festgenommen, anscheinend, so wurde es mir erzählt. Schwachsinn, der hat die Kohle genommen, ist abgehauen, macht den schönen Dicken, Alter, in Vietnam oder wo der herkommt. MC Dip, danke dir für 2-monatigen Support. Wir schreiben dann auf einmal mit Prime irgendwelche Leute aus irgendeiner, aus irgendeinem Gefängnis in München, hat mir dann irgendjemand geschrieben, der mir gesagt hat, Garung ist im Gefängnis. Also in Abschiebehaft. Garung soll abgeschoben werden. Was hat er denn verbrochen? Das ist die Frage. Steuerhinterziehung wahrscheinlich. Alle Tattoos, die er gestochen hat, ohne Rechnung. Einfach Black Cash in die Tasche. Ja. Das sind die Informationen, die ich jetzt habe. Auch von anderen Seiten bestätigt bekommen habe, dass Garung... Ja, hat er, das tut er des Öfteren in den Videos. Ist aber nicht so schlimm, das kennen wir schon alle. Aus Deutschland abgeschoben wurde. Wir können euch das Tattoo ja mal einblenden jetzt. Dann habt ihr mal einen kleinen Einblick, wie weit wir jetzt sind. Wir haben jetzt ein bisschen mit Farbe angefangen. Ein bisschen auf dem Arm, ein bisschen auf der Brust, ein bisschen auf dem anderen Arm. Aber es ist halt nicht fertig. Und Garung antwortet. Kevin, aber Props gehen raus an deine Frisur, an deinen Übergang. Sehr, sehr gut. Mir auch leider nicht mehr. Die Evo-Jungs müssen auch mal den Friseur wechseln. Ganz, ganz dringend. Auch keinen anderen. Also ich habe auch mehrere Freunde, die bei ihm tätowiert wurden. Und ja, keiner weiß, was Sache ist, außer das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, dass Garung wieder nach Vietnam zurück musste. Und heute... Vietnam war sogar richtig. Ey, Freunde, bei Kevin geht's echt drunter und drüber, ne? Letztes Jahr G-Klasse wird geklaut. Jetzt will der Natural werden.
vegan werden, er lässt sich zutätowieren, dann verpisst sich sein Tätowierer, wird abgeschoben. Junge, dann reißt er sich den Brustmuskel ab. Ich schwör's dir, Kevin Wolter, GZSZ, der deutschen Fitnessszene. Immer passiert irgendwas. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Kevins Zeiten. Habe ich bei seinem Instagram gesehen. Ja, Mann, die Hunde zerfleischen sich. Das ist doch nicht normal, Alter. Ein Flugticket am Flughafen nach Vietnam. Also ist heute wahrscheinlich der Tag gewesen, an dem Garung abgeschoben wurde. Warum und wie? Ich glaube, Kevin kann es selbst nicht glauben, was bei dem abgeht, Alter. So? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Aufenthaltstiteln von Vietnamesen in Deutschland. Die G-Klasse haben wir geschlachtet in Polen, Freunde. Gab gut Geld auf jeden Fall. Und, asiatischer Raum ist ja sowieso immer relativ schwierig, glaube ich. Aber was da jetzt genau Sache ist, kann ich alles nur mutmaßen. Also mir hat eine Anwältin geschrieben, die Geld von mir haben wollte. Ich gebe natürlich kein Geld raus, ist ja ganz logisch. Dann hat mir da irgendeine andere Frau geschrieben, die in dem Gefängnis arbeitet. Die einfach der Garun, der zeigt einfach Bilder von Kevin Wolter. Hier, please help, this man can help me. Und der denkt, Kevin, bekannter, reicher Fitness-Influencer aus YouTube, der wird ihm schon die Kaution zahlen und die Anwaltskosten. Sehr, sehr geil. Irgendwas vermitteln wollte und mir halt erzählt hat, der Garung ist in Haft. Ja, Garung war leider in der Vergangenheit schon immer sehr, sehr unzuverlässig. Hat mehrere Termine nicht wahrgenommen, obwohl wir den Termin, ich war da, aber Garung ist nicht aufgetaucht, hat er vergessen. Auch von meinen Bekannten, die bei ihm tätowiert wurden, weiß ich, dass ihm da jeder hinterherrennen musste. Ja, und jetzt sitze ich da. Scheiße gelaufen, Digga. Mit dem fast fertigen Tattoo. Lass einfach so, ob Farbe draufkommt oder nicht. Sieht sowieso... Nein, egal, komm. Hauptsache Kevin gefällt es. Ich wollte gerade sagen, sieht sowieso beschissen aus, aber nein. Komm, ist Geschmackssache. Wenn Kevin damit zufrieden ist, dann lassen wir es mal. Dann soll er zufrieden sein. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Freunde? Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, selber Tätowierer seid und ihr Bock habt, dieses Tattoo für mich, mit mir fertig zu machen. Natürlich kostenlos. Meldet euch bitte bei mir. Natürlich sollt ihr auch bezahlt werden. Okay, ich habe nichts gesagt. Gar keine Frage, ich will nichts umsonst haben. Ich will einfach, dass dieses Tattoo fertig wird. Ich habe in Bali schon einen guten Tätowierer gefunden. Habibi, komm Sonderling nach Köln, wir machen dir fertig, weiter dein Tattoo. Ich glaube, da will er nicht hin. In Bali, der Tätowierer würde das weitermachen. Ich hatte mich schon mal danach erkundigt, weil Garung wirklich sehr, sehr unzuverlässig war und immer irgendwelche Ausreden gefunden hatte, um... Kaiomat, danke dir für 5-monatigen Support, mein Bester. Termine zu verschieben. Und das kam mir schon alles immer echt komisch vor. Ich weiß auch nicht, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Das wissen wir auch nicht. Ich habe keinen Schimmer. Auf jeden Fall, in Bali gibt es einen Tätowierer, der würde das Tattoo fertig machen. Aber extra nach Bali fliegen, habe ich jetzt auch nicht so die Ambition. Es ist doch nur noch ausmalen, oder nicht? Reicht das nicht, wenn da jetzt so einen stinknormalen Tätowierer geht und der knallt da Farbe rein? Also wenn ihr ein geiler Tätowierer seid, der sich zutraut, dieses Tattoo mit mir zusammen fertig zu machen, oder ihr einen geilen Tätowierer kennt, mit dem ihr reden könnt, schreibt mich bitte privat bei Instagram an. Schreibt mir bitte bei Instagram, damit wir dieses Tattoo-Projekt fertig kriegen. Weil jetzt bei 85... CPT Diabetes 93, danke fürs Prime-Abo, Digi. 80%. Jetzt so rumzulaufen, geht mir so auf den Sack. Ich hasse so halbe Sachen, ne? So nix halb. Klar, die Outlines sind fertig, es ist alles geschwärzt. Es muss noch ein bisschen schwarz nachgestochen werden. Aber es muss halt mit Farbe gefüllt werden. Und jetzt sitze ich da, Junge. Scheiße aber auch.
Kann auch sein, dass Garungen sich mal meldet bei mir, aber darauf kann ich mich leider nicht verlassen, weil er mich einfach jetzt zu viel und zu oft enttäuscht hatte. Bauhaus Alpin Weiß kostet 55 Euro. Scheiße. Nicht nur mich, auch viele Freunde von mir, die ich da hingeschickt hatte. Und ob da nochmal was kommt, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wäre natürlich schön. Aber ich muss jetzt erstmal nach einer Option gucken für mich, weil ich will das Tattoo fertig haben. Und das so schnell, wie es geht. Also wenn ihr ein geiler Tätowierer seid oder einen geilen Tätowierer kennt und mit dem mal reden könnt, bitte meldet euch bei mir. Machen wir. Damit wir dieses monstergeile Projekt fertig kriegen. Ja, Freunde, so ist es manchmal. Leben in der Lage, darauf erstmal fettes Prost. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen bei der GZSZ. Willkommen bei Jevin Wolter, Alter. Wahnsinn, der Arme. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.